Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Wir befinden uns im letzten Kapitel, zumindest heißt das so. Und ja, die Mission bis zum Ende, das klingt ziemlich final und ich habe so das Gefühl, dass wir vielleicht doch bald durch sind. Aber na gut. Keine weitere Umschweife. Wir starten die Mission direkt mit Link. Mit dir konnten wir einen Herzcontainer finden. Alles klar. Wir nehmen natürlich das Masterschwert. Was sonst? Ganondorf had assembled all three pieces of the Triforce. Unsere Schuld. With its unlimited might, he summoned ever greater hordes of monsters. Alles unsere Schuld. Seeing that the battle was won, Ganondorf vanished from sight. When Zelda learned of the Demon King's disappearance, she saw a thin ray of hope. Ich wollte das nicht. If the remaining Hyrulean army could defeat Zant and Ghirahim in their master's absence, perhaps there was a chance. Taking the fight to the enemy's stronghold in Gerudo Desert, Zelda was determined to end the war before the day was through. Okay. Das klingt noch nicht so ganz endgültig. Ich glaube, danach kommt noch eine Mission. Ich meine, Zelda hat ja jetzt beziehungsweise Zeldas Plan war ja jetzt erstmal Santo und Ghirahim auszuschalten. Und für mich klingt das so, als ob, ja, die noch nicht wirklich gegen Ganondorf kämpfen. Von daher habe ich jetzt die Hoffnung, dass wir noch nicht im letzten Part sind. Ha! Sehr schön. Ach. Das sieht man immer so schlecht. Hyrule, bleibt mir noch diese letzte Hoffnung. Wir müssen Santo und Ghirahim besiegen. Ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen lahm. Wenn du eine Revanche willst, bin ich jederzeit bereit. Falls du je wieder kämpfen kannst. Ja, das können wir ja anscheinend. Wir sind dem Feind hoffnungslos unterlegen. Auch wenn nur ein einziger fliegt, ist es aus. Was? Ein einziger? Das finde ich nicht so gut. Keine Sorge, wir fliehen vor nichts und niemandem. Das sagst du so einfach, Lana, aber am Ende muss ich sowieso alles machen. Ja, und Link wird genauso wenig Kleinen beigeben. Zelda und Lana dürfen nicht fliehen und irgendjemand von den beiden prescht natürlich nach vorne. Ist klar. Keiner weiß warum, aber sie machen es. Jetzt sollten wir unser... keine Ahnung. Blub. Wir dürfen aber nicht überstürzen. Die Wüstenhitze wird unsere zusätzliche Kraft kosten. Glaube ich nicht. Das zweifle ich irgendwie ein bisschen. Oh nein, ich kann kaum mehr stehen. Tierze, der Kampf. Ich brauche Hilfe. Die Wüstenhitze setzt Lana zu. Das ist ja super optimal. Lana darf nicht fliehen. Wissen wir doch. Moment mal, was bist du, Ghirahim? Die Wüstensonne setzt ihnen zu. Schergen, gebt diesen Narren im Norden den Rest. Bin ich dagegen? Nachtschwärmer rückt gegen Lana vor. Nein! Ihr schlagt euch besser, als ich erwartet habe. Bitte verzeiht, dass ich mich nun zurückziehe. Nein, Ghirahim versucht zu fliehen. Das werden wir sehen, ob du das schaffst. Was, ist Ghirahim etwa gerade geflüchtet? Werden wir sehen. Bleib stehen, Mann! Er kann fliehen. Er muss fliehen. Verdammt, das ist fies. Verfolge Ghirahim. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich ihn nicht besiegen kann. Hallo? Okay, anscheinend macht die Wüstenhitze Lana nicht so sehr zu schaffen, denn sie hat immer noch volles Leben. Also verstehe ich gerade nicht so ganz ihr Problem, aber okay. Gut, ich versuche einfach mal wieder Ghirahim einzuholen. Die Mission besagt es mir ja, aber irgendwie geht es ja nicht. Im Moment zumindest. Also, keine Ahnung, einfach probieren. Wahrscheinlich lockt er mich sowieso jetzt in eine Falle und er freut sich. Ach nee, das war's. Na gut, dann halt so. Erstmal Spezialattacke. Wir haben ja jetzt genug zur Verfügung. Wir haben ja volle drei Leisten. Ghirahim wurde zwar besiegt, aber der Sieg, er war zu einfach. Das stimmt in der Tat. Da ist irgendwas faul. Zante wurde gesichtet. Wir haben sie angelockt. Jetzt schließt die Tore und trennt sie von den anderen. Bin ich dagegen? Nein. Ach so, natürlich, natürlich. Okay, ich muss mich beeilen. Oh nein, wo sind die anderen? Ich bin wohl in eine Falle getappt. Ich auch. Ich auch. Die Moral von Lana sinkt. Nun, das ist doof gelaufen. Ganz alleine
bist du in Gefahr. Komm zurück zu uns. Ganz alleine bist du in Gefahr. Komm zurück zu uns. So. Erreiche schnellstmöglichst Lana. Wie denn? Hier ist es gefährlich. Ich muss noch den Weg durch die Monsterhorden. Es muss doch einen Weg durch die Monsterhorden geben. Ja, und ich sehe ihn, glaube ich, auch. Lana rückt Richtung Hauptquartier vor. Machst du gut. Ich habe so eine Idee, wo man lang muss. Wo man lang muss, dementsprechend. Der Feind ist nicht mehr fern. Schütz das Hauptquartier. Schließ das Tor zur Siedlung. Ja, das geht ja. Das wissen wir ja aus Ganondorfs Part, dass man das auch zumachen kann. Alle Soldaten, die in der Nordoase kämpfen, müssen sofort zurück zum Hauptquartier. Bin ich auch für, aber wie wäre es jetzt einfach, wenn Link zurückkommt? Es gibt keinen Ausweg. Irrt durch die Wüste oder geht gleich hier zugrunde. Santa hat die Klippenrandfestung zum Teil geschlossen. Okay, jetzt kann ich nicht mehr fliehen. Link, vertreibe die Feinde in der Festung und öffne die Tore. Hatte ich vorgehabt. Schild mal alle eine Runde. Besiege den Schildmoblin. Na gut. Dann machen wir das mal. Brems! Was? Du lebst noch? Jetzt bin ich vollständig eingekreist. Was soll ich denn tun? Goshido! Das kann ich ja auch nicht sagen. Oh nein, Lana ist umzingelt. Wir müssen dir helfen. Ja, chill doch mal. Der hat noch genug Leben. Das geht noch. So, Festungskommandant, der Schildmoblin müsste tot sein. Festungskommandant ist aufgetaucht. Sehr gut. Tore sind offen. Auch alles in Ordnung. Klippenfestung ist zum Teil offen. Ach, sehr schön. Wir können wieder Lana zu Hilfe eilen. Die anderen kämpfen tapfer. Ich muss die feindlichen Linien durchbrechen. Die Moral von Lana steigt. Okay. Hier sind mehr Feinde als beliebt ist. Ich brauche Hilfe. Chill doch einfach mal eine Runde. Du hast noch über die Hälfte Leben. Das geht noch. Oh, Zanto. Hallo. Das Zentralwüstentor wurde von Zanto verschlossen. Na. Bezwinge mich und du siehst deine Freunde wieder. Doch wenn nicht, dann was? Zanto hat sich wegteleportiert. Natürlich. Ich weiß aber wohin. Zanto versucht wohl Zeit zu gewinnen. Besiege ihn, schnell. Ach verdammt, ich bin wohl doch noch nicht gesund. Besiege schnellstmöglichst Zanto. Nein. Ich räume erstmal ein bisschen auf. So viele Monster hier rumlaufen, das kann ja nicht gesund sein. Da hinten ist er doch schon. Jo. Keine Panik, auf der Titanic. Rückzug! Und... Nein, wir haben ihn noch nicht besiegt. Lauf, schneller, Link, besieg ihn, mach ihn platt. Komm schon, Schlag, treff ihn. Treff ihn, warum? Was ist hier los? Ich konnte ihn gerade nicht angreifen. Oder keinen Schaden zufügen zumindest. Das war ein bisschen gemein. Nein, das kann nicht sein. Hä, warum sind die so einfach? Ich verstehe es nicht wirklich. Erreiche Lana, machen wir gleich. Das Zentralwüstentor ist offen. Yay. Ich verstehe es wirklich nicht, warum der jetzt so einfach war. Etwas stimmt nicht, der Feind gibt nicht nach. Obwohl Zant und Kiran besiegt wurden, sind. Dingenskirchen. Ich fürchte, der wahre Kampf steht uns noch bevor. Wir sollten zu den anderen eilen. Ist eine Idee. Aber jetzt chill erstmal eine Runde. Lana hat immer noch genügend Leben. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier die Festung ein. Wir müssen ja immer noch einen bestimmten... Nicht übel, ich werde mich bemühen, zu halten. Dann mach das mal. Ich werde mich jetzt erstmal bemühen, noch den Herzcontainer von Link zu finden. Ja. Das ist jetzt mein Plan. Von daher muss jetzt erstmal diese Festung aufgeräumt werden. Tut mir leid. Aber das muss sein. Komm schon. Der Bogen ist doch die beste Waffe. Geht doch. Oh nein, ein Goron-Hauptmann wurde vertrieben. Und es ist die falsche Truhe. Okay, das merke ich mir schon mal für Impa vor. Dass die hier einnehmen muss. Dann nehme ich mal einfach an, ich muss das da unten aufmachen. Besiegen. Wie auch immer. Einnehmen. Ja, einnehmen. Das passt am besten. Lana hat noch genug Leben. Ja, passt. Ach Mensch, Leute. Warum kämpft ihr denn gegen mich? Ihr habt doch keine Chance. Das müsst ihr doch eigentlich wissen. Lana hat immer noch genügend Leben, das ist gut.
Ich sollte das vielleicht ein bisschen im Auge behalten. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie dann doch zu schnell abkratzt. Aber der Hustzwang wird gerade wieder stärker. Das ist doof. Ach, Mann. Ich merke richtig, wie meine Kehle trocken wird. Das ist richtig unangenehm und da muss ich weiterreden. Vielleicht sollte ich nochmal eine Woche Pause nehmen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ich brauche schon neue Parts. Festungskommandant ist da. Hallo, wie geht es dir? Keine Truhe. Verdammt. Dann halt nicht in Gefahr. Ich kann nicht viel länger standhalten. Ich brauche dringend Hilfe. Wer's glaubt? Du bist Lana, hallo? Als ob du Hilfe brauchst. Okay, sie hat aber nur noch ein Drittel Leben. Vielleicht sollten wir doch so langsam mal uns dahin begeben. Und Spezialattacke, weil wir es können. 24 KOs. Das sieht immer so viel mehr aus, aber irgendwie doch nicht. Na gut, wir haben wieder ein Auge auf Lanas HP, zumindest ich. Und wir hoffen einfach mal, dass sie nicht spontan den Geist aufgibt. Momentan sieht es noch nicht danach aus. Das könnte allerdings jederzeit passieren. Ich meine, wir müssen ja auch nur mal kurz hinlaufen und sie mal kurz wieder antippen, damit sie wieder geheilt ist, aber ja. Noch hat sie genug. Und die hier würde ich gerne erst vernichten, bevor sie dann gleich die Tore aufmachen und dann das Chaos ausbricht. So, die sind alle weg. Sehr schön. Nochmal Spezialattacke, weil wir es einfach können. Lana hat nur noch nicht mehr ganz so viel Leben. Vielleicht solltest du langsam mal hinlaufen. Oder etwa nicht. Ich weiß es nicht. Ach komm, das schafft sie noch. So, die sind alle weg. Wir können beruhigt abhauen. Das Tor ist sicher. Lana soweit auch noch. Betonung auf noch. Sehr gut, das Tor bleibt noch offen. Und Lana hat immer noch genügend Leben. Das heißt, das Minimum an Leben, was man noch haben kann. Und jetzt Mega-Schlitz. Geil. Und wieder einen weiteren Spezialpunkt Leiste, wie auch immer, dazu bekommen. Yay. Okay, so langsam sind die HP doch ein bisschen zu viel. Ich laufe hin. Lana, ich komme. Warte auf mich. Ja, das schaffe ich noch. Kein Problem. Was ist hier los? Hallo? Oh, Mann. Ja, Lana, du rockst. Erfülle meinen Wunsch. Hä? Wunsch? Warum? Hä? Wieso kann sie Wünsche erfüllen? Lassen. Verstehe ich nicht. Was ist hier los? Hilfe! Jetzt chill man. Ah, ich verstehe. Leute, ihr seid dran. Alle Leute sind wieder da. Yay. Das gefällt mir. Okay, du hast Lana erreicht. Yay. Aber sie hat immer noch low Leben. Wo ist sie? Wirklich. Ach, gut, sie hat wieder volles Leben. Sehr gut. Ich bin gerettet. Danke. Zeigen wir ihnen, dass wir nicht gemeinsam unschlagbar sind. Ja, gut, meinetwegen machen wir halt. Aber darf ich erstmal aufräumen? Bitte. Lana. Mensch. Das sind ganz schön viele, fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ein Skulltelauf wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Oh nein. Lauf, Link! Die Truppen von Ganondorf haben Verstärkung erhalten. Bin ich dagegen? Die Siegchancen betragen 5%. Doch ich glaube an uns. Ist das etwa Zuversicht? Ich glaube schon, Fei. Ja, ich glaube schon. Solange ich hier bin, ist kein Feind zu stark. Habe ich nicht recht? Ich glaube, du hast recht. Eigentlich will ich nicht mehr kämpfen, aber was soll's? Legen wir los. Ach, mit einer. Ich wusste es. Die Tore zwischen Wüste und Wüstenbrücke sind offen und ein Moblin schlägt nach mir. Finde ich nicht gut. Von Norden her kommt der Feind. Lasst sie kommen. Ich bin bereit.
Zählt das jetzt auch als Unrein? Das könnte man so fast klingen lassen. Die Truppen von Gendorf rücken Richtung Hauptquartier vor. Warum tut ihr das? Warum seid ihr so gemein? Von Süden her kommen auch welche. Sehr gut. So wird es hier bestimmt. So wird es hier bestimmt nicht langweilig. Ja, das glaube ich auch nicht, aber. Ich hätte nichts dagegen, wenn es mal langweilig wird. Und vor allem. Irgendjemand muss im Hintergrund Befehle geben. Das glaube ich auch, aber. Wer? Und von wo? Mag sein, doch erst einmal sollten wir alle Aufmerksamkeit den Feind vor unseren Augen richten. Auf den Feind vor unseren Augen richten. Oh Gott. Es geht langsam wirklich nicht mehr. Mir scheint, du bist ein wahrer Held für Hyrule. Ja, ein bisschen. Ich glaube, ich mache gleich mal kurz eine Aufnahmepause und trinke was. Der Tee steht ja schon bereit, glücklicherweise. Irgendetwas ist in Gefahr. Ach, warum bloß? Leute. Nicht weitergehen. Ihr dürft nicht weiter vordringen. Hallo, bleibt hier stehen. Weiter geht's nicht. Bitte, bleibt stehen. Hallo. Leute, hört mir doch zu. Bitte. Ich will euch nicht mit dem Schwert in den Rücken fallen müssen. Obwohl ich es trotzdem machen werde. Wenn ihr mir keine andere Wahl lasst, natürlich. Ansonsten würde ich euch ja nie verfolgen und malträtieren. Glaube ich. Schaffen die das da oben? Die AP von oben, von den Leuten da oben sieht zumindest nicht schlecht aus. Das heißt, die könnten es wirklich schaffen. So, Link hat im Alleingang einfach mal ein komplettes Bataillon auseinandergenommen. Sehr gut. Kann man machen. Und was hast du heute gemacht, Link? Och. Hab 1371 Feinde besiegt. Nicht schlimm. War ganz einfach. Wo kommen die alle her? Hallo? Leute, könnt ihr nicht auch mal was machen? Alter, du bleibst hier. Gerem und Santo haben sich seltsam verhalten. Ich meine, seltsamer als sonst. Das stimmt in der Tat. Habe ich auch gemerkt. Die sahen irgendwie schattenmäßig aus. Ich glaube, die wussten schon, dass wir kommen. Vielleicht waren sie es gar nicht. Vielleicht lauern sie noch im Verborgenen. Natürlich. Als ob das so einfach wäre. Ich verteidige das Hauptquartier. Du musst die echten Kirei Monsanto finden. Schön gelöst. Sie haben nie irgendwie den Namen erwähnt, wer es genau machen soll und wer angesprochen ist. Einfach nur wir. Aber okay. Ich meine, das kann man machen. Ist eine elegante Lösung, um zu vermeiden, dass man nur einen speziellen Charakter anspricht. 1500 Feinde besiegt. Nicht schlecht, Link. Nicht schlecht. Du stellst meinen Kampf gar nicht mal so schlecht und ungeschickt an. Finde ich auch. Mitner, finde ich auch. Gar nicht mal so scheiße. Ihr schafft das da oben immer noch oder braucht ihr Hilfe? Die schaffen das noch. Kein Problem. Ich hab... Wo kommen die denn jetzt her? Hallo? Was soll das denn? Lan hat den Schildmoblin besiegt, ist okay. Ich will doch nicht immer so maßlos überziehen müssen. Ihr respawnenden Monster seid schuld, dass meine Parts immer zu lang werden. So, jetzt habt ihr's. Am ehesten werde ich sie dort finden, wo weder wir noch die Doppelgänger waren. Ja, das stimmt. Das heißt ganz hinten wahrscheinlich. Ist hier eine Kiste? Bestimmt haben die beiden vor, von einem sicheren Ort aus Dingenskirchen Blick. Alles. Verdammt. Okay. Finde und besiege die beiden. Ja, ich komme gerade nicht so ganz hinterher mit dem Lesen, tut mir leid. Hier sind sie nicht. Oh, wie schade, wie schlimm. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Oh. Die haben recht gut aufgeräumt da oben, muss ich sagen. Ist mir jetzt gar nicht mal so aufgefallen. Also der Prozess, dass sie aufgeräumt haben. Moment mal, was ist hier drunter? Ich bin so ein Glückspilz. Und es ist der Herzcontainer. Du hast deinen Herzcontainer erhalten. Deine Energie erweitert sich um ein Herz. Und jetzt können wir einfach durchrushen. Yay. Einfach durch.
Und Nachtschwärmer besiegt. Sehr, 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 sehr gut. Der hinterlässt uns sogar etwas. Das finde ich ganz nett von dem. So, aber jetzt, Leute. Hört mal auf hier. Meine Festung erobern zu wollen, das finde ich nicht gut. Mir scheint, dass sie unsere Pferde aufgenommen haben. Erscheint er jetzt? Oder verschwindet er? Na und? Dann ist es eben Zeit, dass wir sie vernichten. Zum Angriff. Bin ich dagegen. Alle Truppen Gendorfs rücken in Richtung Hauptquartier vor. Alle Truppen, also alle eine. Unglaublich. Hey, du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Ja, das war ein schnelles Ende. Leute, macht doch eure Tore wieder da hinten zu beim Hauptquartier. Das kann doch nicht angehen. Sie wollen zu unserem unser Hauptquartier einnehmen. Sigarigaram und Santo, schnell. Wenn ich wüsste, wo die sind, dann würde ich das auch machen. Aber, ich weiß gerade nicht, wo die sind. Seht ihr sie? Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo sie sein könnten. Aber wahrscheinlich da, wo Ganon damals höchstpersönlich eingesperrt wurde. Von den sieben Weisen. In der Arena. Also da hinten oben rechts in der Ecke der Karte, meine ich. Das habe ich jetzt erst gerade gesehen, als die Karte mal so diesen kleinen Schwenker von oben gezeigt hatte. Ist mir ein bisschen peinlich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Dass das gerade dieser Turm ist. Aber okay, das... Die Karten sehen halt hier ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Ein wenig Hilfe wäre nicht schlecht. Nee, gerade nicht. Tut mir leid. Keine Lust. Seid ihr vielleicht hier, Girahim und Santo? Vielleicht? Ah. Ach, da sind sie doch. Meine Freunde. Hallo, wie geht es euch? Habt ihr mich endlich gefunden? Doch ich sehe nicht, wie ihr mich besiegen könntet. Ich sehe es. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich klopp einfach nur drauf. Oh, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Denn jetzt wird es richtig lustig. Ah, ich muss zurück. Ha, wenn wir euch besiegen, dann war's das mit euch. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Girahim wurde besiegt und Santo gleich mit. Besiegt von diesen Würmern, aber diese Welt, sie gehört meinem Meister. Sehr gut. Jetzt bleibt nur noch Santo. Wir müssen ihn mit vereinten Kräften vernichten, bezwingen, wie auch immer. Was zum Du? Wie ist es dir gelungen, das Blatt zu eurem Gunsten zu wenden? Ganz einfach, ich habe auf normal gespielt. Ja, das ist das Geheimnis. Ah, jetzt kann ich mir endlich was zu trinken genehmigen. Ach nein, noch nicht. Wir haben die Monsterhorden geschlagen. Das Licht der Hoffnung strahlt über Hyrule. Yes! Ein Tee auf diesen Sieg. Oh, ist immer noch heiß. Mist. Da. Link hat's geschafft, würde ich sagen. Der hat einfach das voll raus mit dem Catchen und Gegner bezwingen und allem. Kommentierungsenergie, du lässt nach. Oh, wir haben wieder eine große Fee erhalten. Ein Hammer, ein Schwert des Bösen und ein versiegeltes Buch. Interessant. Du kommst weg? Moment. Nein, du nicht. Das Neue kommt auch weg? Nee. Rubinbonus, komm, brauche ich nicht. Hammer. Definitiv nicht. Oh. Vielleicht haben wir Glück und wir können wieder neue Sachen craften. Och Mann. Das tut mir so ein bisschen leid, dass Lana so traurig ist. Und dass sie voll auf Link abfährt. Und diese Liebe nicht erwidert werden kann. Es ist so schön. Es ist so schön traurig. Nein, einfach nur so traurig. Ein bisschen leid tut's mir. Ich wusste es. Es kommt noch eine einzige Mission. Yes. Die Bewahrung des Triforces. Aber davor finden wir nochmal ein Herzteil mit Lana. Aber davor gucken wir nochmal in den Medaillenschmieden vorbei, ob wir nicht doch was machen können. Ich wusste es doch, da ist was. Konnten wir aber, glaube ich, schon vorher machen. Okay, dann haben wir es trotzdem jetzt gemacht. Ist doch auch gut. Ansonsten...
Was können wir hier machen? Oh. Okay. Vielleicht was anderes noch? Nein. Okay. Was nehme ich denn da? Fanghaken? Bumerang? Oder Bomben? Die Entscheidung ist schwierig. Weiß ja auch nicht. Stallmeisterschädel. Nee, muss ich mal irgendwann wieder farmen. Ich weiß nur nicht wo. Okay, weiter gucken. Hier ist ja nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist ganz viel. Sehr schön. Eine Schuppe des Verbannten. Na. Also davon werde ich noch eine Menge brauchen, habe ich das Gefühl. Oh. Oh. Okay, dann so. Sehr schön. Und noch ganz viele Moblin-Speere und Gerahims Umhänge. Na, aber ansonsten haben wir bei Fei auch bald alles voll. Cool. Also, zumindest ich, meine ich. Gut, also jetzt wird nochmal kurz gezeigt, wo ihr mit Lana euer Herzteil finden könnt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich schätze mal dann, zumindest für den... Ja, für das Hauptspiel ohne die DLCs, denke ich, letzten Part dieses Let's Plays. Und danach, naja, Oktober kam keine neue Inhalte für den Legendenmodus, glaube ich. Wir werden sehen, auf jeden Fall, irgendwann gibt es neue Inhalte für den Legendenmodus. Das werde ich dann auch weiter zeigen. Aber, ja gut, nächster Part, dann letzter Part. Sieht zumindest danach aus. Na gut, freut euch drauf und, ja, bis dahin, ciao, ciao.